Moin zusammen, schön, dass ihr wieder da seid und ihr willkommen zurück zu einer weiteren Folge hier auf der Südermann am Freitag. Und ja, die 450. Folge hier auf der Südermann. Wollte es nur mal erwähnt haben, ne? Ja, und auch natürlich, schade, die letzte für diese Woche natürlich. Am Montag geht es natürlich weiter ab da. Ich bin jetzt mal eben hier zu dem Gülle-Lager hingesprungen. Wir haben hier nur leider 184.000 Liter drin. Könnte eng werden. Jetzt stehe ich hier schon wieder auf dem Schlauch. Bei den Schweinen können wir nochmal gucken. 48. Ja, 48 nur. Der Kuhstall. Oh, 252. Ja, das geht. Der Kuhstall. Okay. Gut, zu dem hier brauchen wir nicht entspringen, da können wir auch hinlaufen, ne? Könnte. Wir haben keine, glaube ich. Doch, wir haben den großen Schlepper noch. Auch 51. Würde ich das jetzt tatsächlich einmal testen, oder? Dann lass doch mal den Schlepper hier nehmen. Der ist natürlich im Endeffekt jetzt eigentlich zu groß. Also für unser Güllefass jetzt. Da hatte ich jetzt noch andere Fässer mit reingenommen. Oh, ich sehe schon wieder Arbeit beendet. So, wir haben dies jetzt ja hier ohne Gestänge und so was. Aber gut, Gestänge ist da jetzt auch dran, aber da sind noch 20.000 Liter drin. Ich würde jetzt mal so ganz stark sagen hier. Na gut, wir probieren das selber. Ne? Wir können das jetzt eben einmal. Wenn das funktionieren sollte, wäre ja jetzt, ne? Gar nicht so schlecht. Das können wir auch gleich hier probieren. Auf hier der Nummer 4. Wir kriegen jetzt zwar keine volle Düngestufe. Das ist immer so dieses Problem wahrscheinlich, ne? Ich meine, was man natürlich auch noch machen kann, wir können natürlich jetzt die Ausbringmenge umstellen. Und ist das jetzt? Nee. Ja. Aber ich glaube, wir sagen hier. Würde das jetzt. Ja, das macht ein bisschen mehr. Klar, der dann natürlich dann jetzt hier mehr rausdonnert, richtig rausdonnert, ist dann ja auch klar.
Aber ich würde das jetzt mehr oder weniger machen wir ab den E, sag ich mal, mit dem Helfer. So, der kann raus. Dann machen wir weich. Und bei 30 Meter reicht auch einmal. Kann natürlich jetzt möglich sein, dass er sich jetzt ein Wolf fährt. Möglich. Gut, bevor ich den aber einstelle, dann sollte der aber auch sich seinen Kram holen können, ne? Wenn ich jetzt natürlich wieder die Feldnummer, war das jetzt 4? Ja, das ist Nummer 4, ne? Ja. Nö. Da wird er jetzt sogar grün. Leer. Ach du Scheiße. Naja gut, ich hab's ja so gewollt, ne? Also wir müssen jetzt auf jeden Fall sehen, dass wir hier das Fässchen rankriegen. Sitze ich doch im falschen LKW. Naja, gut, ist ja nicht so schlimm. Weil dann müssen wir sehen, dass wir jetzt eben ein bisschen Gülle hin und her fahren. So, dann drehen wir auch gleich so die Runde, dass wir soweit alles abklappern. Alter, machst du aufs Klo oder was ist mit dir los? Mach mal, ne? Also so eilig kannst du das nun auch nicht haben, oder? Ich wollte jetzt nicht den Ausdruck kacken sagen, aber... Gut, wenn der hier auffüllt, dann kann ich hier nochmal im Ball gehen. Eigentlich ist das Quatsch, was ich jetzt hier gemacht habe. Das können wir da stehen lassen. Und als Feld die 8 und 9. Sehr gut. Und den raus. Das brauchen wir nicht.
wieder gut, weil Mais ist mit dir hier wieder nicht drin. Ja, Sonnenblumen geht hier auch mit dir hier nicht. Komm, weißt du, wir hauen da auch Raps drauf, das passt schon. Dann haben wir hier wahrscheinlich keinen Drescherkurs. Schön. Falsch, da müssen wir hin. Natürlich von so rum geht das nicht. Wir können das denn nur so und so. Ja, das kannst du so machen. Gut, der ist aktiviert. Warte mal. Was sind wir hier denn? Achso, ja doch. Dann fahr hier über die Brücke, würde ich fast sagen. Also ist er hier sowieso. Gleich am Hof, ja. Ja, dann passt das doch. Ab in den LKW. Wo ist der LKW? Da war ja noch nicht viel drin hier in dem Schweinestall. Jetzt habe ich die noch vergessen. Denn kannst du nämlich auch auf Wiese 1 weitermachen. Das machen wir wieder an. Wiese 1. So, und dann... klappt das oder hoffe ich? Oh, er fährt auf, ne? Schön. Der ist wieder ewig dauern, bis er das Feld fertig hat. Also, da gehe ich ganz, ganz stark von aus. So, jetzt muss ich mir überlegen, nee, wir fahren denn, wenn das passt. So rum. Das Sound von diesem alten Motorboot. Oh, was geht der mir auf den Senkel? Vor allem habe ich jetzt gerade fast gedacht, ich habe es verkackt. Ich komme nicht mehr weg. Ah, nee, das ging gerade noch so. Oh, ich muss auch ganz, ganz, ganz dringend von diesem Stuhl runter. Ist. Oh. So, dann können wir auch die ersten 100.000 hier wieder abladen. Also wenn wir die zwei auch noch mit Gülle vollballern wollen und so auch, dass es einen guten Wert rauskommt, dann werden wir wahrscheinlich die Gülle wahrscheinlich brauchen, oder will ich, dass wir hier noch zusammenfahren können. Das wird denn wahrscheinlich gerade so reichen.
So, kriege ich das hier raus? Jo. Sehr schön. Jo, aber wie Sie gerade sehen, wir haben das für diese Folge auch schon wieder geschafft. Dann würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf. Und ich bedanke mich fürs Zugucken. Und jo, wenn ihr Bock habt, gerne in der nächsten Woche hier wieder dabei sein. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Und dann, wie immer, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.